Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Fans, hallo liebe YouTuber, ich bin's wieder, Holger von Holgers Wunderland. Heute gibt es mal wieder eine kleine Vorstellung. Aber im Bereich Preppen. Ich habe mir was bestellt. Und zwar, ich zeige euch das gleich. Wartet euch mal. Das ist ein Meal Ready to Eat von der amerikanischen Armee. Ich habe es bestellt, einen ganzen Karton voll. Ich kann euch aber leider keinen Link dazu geben, weil ich es privat gekauft habe und nicht irgendwie über irgendwelche Kanäle, so wie eBay, Amazon, was weiß ich nicht was, sondern ich habe es privat gekauft. Wenn derjenige noch welche hat, mache ich einen Link rein, wenn nicht, dann nicht. Das kann ich halt im Moment nicht sagen. Und es ist haltbar. Jetzt. Es ist haltbar noch bis 8/2021. Also es ist auch schon noch eine ganze Menge. Da sind 12 Packungen drin und ich zeige euch das jetzt mit einem kurzen Auspacken. Ich werde auch ein paar Sachen probieren, aber ich werde die nicht alle aufreißen, weil das wäre Blödsinn. Dann habe ich ja nichts mehr davon. Also, ich suche mir das Beste raus und zeige euch das dann. Achso, falls ich es eben nicht gesagt habe, es sind 12 Packungen drin. So, dann wollen wir es mal rausnehmen. Da haben wir. Menü Nummer 10. Chili and Macaroni. MRE. Meal Ready to Eat. Von der amerikanischen Armee. Dann haben wir Menü Nummer 9. Beef Stew. Ragout de Bœuf. Also ich kann ein bisschen Englisch, aber nicht so gut. Also hergestellt ist es wohl bei The Warnick Company in Cincinnati, Ohio. Dann haben wir Menü Nummer 2. Vegetable Crumbles. With Pasta in Taco-Style Soße. Also das ist vegetarische irgendwas. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt leider auch keine hier, könnte ich es übersetzen. Dann haben wir Menü Nummer 4. Spaghetti mit Beef und Soße. Das ist Spaghetti Bolognese. So ähnlich wahrscheinlich. Oder fast genau das gleiche. Menü Nummer 5. Chicken Chunks White Cooked. Das ist gekochte Hühnchen. Gekochtes Hühnchen. Weißes Hühnchen. Wie auch immer. Dann haben wir Menü Nummer 12. Elbow Macaroni in Tomatensoße. Das sind gebogene Macaroni in Tomatensoße. Menü Nummer 1, Chili mit Bohnen. Chili mit Bohnen, das kann ich nicht essen, weil ich leider Bohnen an der Ecke köbeln. Dann haben wir Meatballs in Marinara-Soße. Das sind Fleischklößchen in Marinara, Mariana-Soße. Dann haben wir Brisket Entree. Gravy with seasonal beef brisket slices. Keine Ahnung. Also Beef ist Rindfleisch auf jeden Fall. Dann haben wir Menü Nummer 6. Beef Taco. Jetzt fällt es gleich hier runter. Mach ich das mal hier unten hin. Dann haben wir Chicken with Egg Noodles and Vegetables in Soße. Das ist Hähnchen in Hühnereinnudeln und Vegetables, also so Grünzeug in Soße. Was auch immer für eine Soße. Und dann haben wir Beef Shredded Barbecue Soße. Das weiß ich, was das ist. Das ist Rindfleisch wie Pulled Pork in Barbecue Soße. Das werde ich gleich testen. Dann packen wir war auch nicht besonders scharf, muss ich auch mal wieder nachschleifen. So, dann wollen wir mal gucken, was da drin ist.
legen wir erstmal zur Seite. So, da haben wir so ein Accessory Pack, da gucke ich gleich nochmal genauer rein. Dann haben wir einen Löffel. Dann wird das wohl das Hauptgericht sein, weil so weich wie das ist. Das ist das Hauptgericht. So, was haben wir denn hier für? Vanilla Pound Cake. Das ist was Süßes. Aha. Oh, das ist sehr schön. Und zwar Käsesoße mit Jalapenos. Die mag ich gerne. Orange Flavored No Fruit Juice. Das ist also das Getränk. Dann ist nicht nur. Da ist auch die Mengenangabe drin für den Heater. Also das ist wichtig. Das ist der Flameless Heater. Die habe ich euch ja schon mal im Video vorgestellt, da hatte ich schon mal welche von. Was das jetzt ist hier, weiß ich nicht. Black Beans, ja, schwarze Bohnen. Das kann ich wieder vergessen. Das werde ich euch nicht testen, weil allergisch. Und Tortilla. Eine Tortilla ist noch dabei. Und das ist die Umhülle für den Heater nachher, dass man den hinstellen kann, dass er nicht umfällt. So, dann, wo soll ich ihn jetzt anfangen? Ich glaube, ich fange mal mit dem Getränk an. Das habe ich auch hier. Klecker, Klecker. Naja, man kann es trinken. Es schmeckt ein bisschen nach Orange. Ist wahrscheinlich immer noch nicht ganz aufgelöst. Daher habe ich auch ein bisschen zu viel Wasser genommen. Aber das ist mir jetzt auch egal. Soll ja nur eine Durstlösche. Das ist auf jeden Fall, schmeckt es leicht künstlich. Ist so. So, dann fange ich mal an schon mal mit dem Hauptgericht. Also das Ganze hier kommt nachher hier in den Heater rein. Das ist natürlich die Frage, den muss man jetzt hier öffnen. Ich hoffe, das geht jetzt so. So, da kommt jetzt gleich Wasser. Jetzt stehe ich hier drauf, das Zeug schon reintun, bevor man das Wasser reinmacht. So, der ist drin. Mal gucken. Da haben wir schon fast die richtige Höhe getroffen. Dann hinstellen, mit dem Ding vorsichtig das Wasser da reingießen. Die Höhe erwischt. Dann wird das oben eingeklickt. Dann das Ganze hier reingestellt. Das ist ein bisschen schwierig so. Und dann stellt man das schräg irgendwo hin. Ich habe hier mal abseits davon. So, jetzt heißt es warten. 7 bis 8 Minuten. In der Zwischenzeit zeige ich schon. Dann gucken wir mal nach dem Süßkram. Und was ist das? Ein Vanillekuchen mit Trockentuch. Mh, der riecht gut. Mh. Mit der Fächen auseinander. Mh. Aber ich muss sagen, schmeckt ein bisschen sehr künstlich. Dann gucken wir noch mal hier kurz rein. Was wir hier Schönes haben. Also, dann haben wir einmal 2 Kaugummis. Dann haben wir hier noch
Barbecue-Soße, die brauche ich nachher. Instant Coffee. Zucker? Nee. Ist kein Zucker. Ist Süßstoff. Das war in den alten Paketen noch nicht drin. Kaffeeweißer. Salz. Hier ist ein Allzwecktuch drin. Das weiß ich, das brauche ich nicht auspacken. Das hier ist so ein Erfrischungstuch, Reinigungstuch. Ich kenne jetzt zwar ganz leider, steht nicht drauf, ob das mit Alkohol ist. Auf jeden Fall ist das für Hände und Gesicht. Das werde ich gleich nachher nochmal auspacken. So, dann haben wir hier die Tortilla. Und ich nehme mal an, dass ich das Barbecue-Zeug hier drauf mache mit der Barbecue-Soße. Ist zwar gratis gefrühstückt, aber gut. Hier ist wieder so ein Trockending drin. Wie viel haben wir denn hier? Eins. Ah, zwei Stück. Sind zwei Stück drin? Jetzt brauchen wir eine Tortilla. Dann machen wir das Ganze mal auf. Jetzt habe ich so nasse Finger. Und dann wird das Ganze einfach zugeklappt. Man kann es auch rollen. Wie hier in Deutschland machen das ja, rollen das ja eher. Und haben dann einen gleich. Wenn man hier hinten kann man das noch so einknicken. So. Dann läuft hinten auch nichts raus. Ist gut. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also es ist warm, ist nicht heiß, es ist warm. Man merkt die Fleischfarbe, es ist richtig so wie Pulled Pork. Aber halt aus Beef, also aus Rind. So, Fazit dazu. Man kann das essen. Es ist jetzt nicht der Kick. Wenn ich selber koche, schmeckt es besser. Ach, mir fällt gerade ein, ich habe was vergessen. Ich muss noch die Jalapeno-Soße probieren. Ja, und das Kaugummi, gut. So sieht die aus. Also meine selbstgemachte schmeckt besser. Aber die ist schön scharf. Da muss ich dann noch was hinterher trinken. So, jetzt das echte Fazit. Also man kann es essen. Es ist keine Versuchung jetzt, aber ist immer so, wenn ich unterwegs Camping mache und bin mit dem Wohnwagen unterwegs oder auf der Flucht oder wie auch immer. Also ich würde nie so ein ganzes Paket mitnehmen für die Flucht. Ich würde mir aus den einzelnen Paketen was zusammenstellen. Zum Beispiel dieses Papier, den Kaffee, die Feuchttücher, das Salz, na, der Süßstoff eher weniger. Dann habe ich hier noch diese Kaffeeweißer, damit man ein bisschen Dings hat, den Käse, die Barbecue-Soße, den Vanillekuchen, auf jeden Fall, das Hauptgericht auch, na ja, gut, die Bohnen lasse ich jetzt weg, die würde ich dann halt eben jemand anders geben, aber so würde ich das halt einzeln zusammenstellen, nicht ein ganzes Paket mitschleppen, sondern selber eigene Pakete davon machen, nach eigenem Geschmack. So, und dann hätte man was im Fluchtrucksack drin für mehrere Tage, könnte man sich was zusammenpacken. Obwohl es natürlich mit diesem Hauptgericht ziemlich schwer ist, muss ich ehrlich sagen. Da ziehe ich dann so Trockengerichte doch vor. Die muss man, hier braucht man zwar keinen Kocher für, also das ist wohl wahr. Das ist gerade, wenn man auf der Flucht ist, wäre es vielleicht besser. Aber trotzdem im Rucksack, wenn man sich das zusammenstellt, ist das vielleicht genau das Richtige. Gibt es ja auch deutsche Ehepaar und ich habe ja mein eigenes Ehepaar auch schon zusammengestellt. In einem der nächsten Videos seht ihr mein EDC, wie ich das zusammengestellt habe.
so ist das halt. So, das war's jetzt erstmal zu dem Video. Ich sag mal, man kann es essen. Ich habe es günstig gekriegt. Sonst hätte ich es mir auch nicht gekauft. Es ist noch haltbar, das heißt, ich kann es gut im Keller packen, weglegen und ja, nach mir die Sintflut. Wenn ich jetzt das Auge zusammenknappe, liegt an der Sonne übrigens. Das war's dafür. Ich wünsche euch alles Gute. Vergesst das Kommentieren nicht, vergesst das Liken nicht, vergesst das Disliken nicht, wenn ihr das Video nicht mögt. Vergesst das Kommentieren nicht, vergesst das Abonnieren nicht und jetzt habe ich mich schon wieder wahrscheinlich wiederholt. Wie immer. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, drückt die Glocke. Tschüssikowski, euer Holger von Holgers Wunderland.